Bevor du einen Sprung anfährst, solltest du ihn dir zuerst anschauen, damit du besser einschätzen kannst, wie du drüber springen musst. Am besten, du fährst einmal drüber, ohne zu springen. Auch beim Sprung ist das richtige Timing von Arm- und Beinarbeit entscheidend. Bei der Anfahrt schaust du auf die Kante des Sprungs, damit du im richtigen Moment abheben kannst. Du fährst im Stehen auf den Sprung zu. Deine Knie und Ellbogen sind leicht gebogen. An der Kante ziehst du am Lenker, ähnlich wie beim Bunnyhop. Während der Flugphase ist es am besten, wenn deine Rädchen ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Schau zu der Landung und drück deine Vorderrädchen langsam in Richtung Landung. Damit du weich landest, federst du den Aufprall ab, indem du deine Arme und Beine beugst. Es ist wichtig, dass du die Landung triffst. Landest du zu früh oder zu spät, musst du das beim nächsten Sprung entsprechend anpassen.